zurück bei Bad Place. Ich muss ja einmal ganz kurz eine Sache sagen. Nur damit ihr euch keine Sorgen macht. Ja, ein Video gemacht und das. Ich weiß halt nicht, ob. Ich weiß nicht, was da steht, aber ich hab. Pandoria hat gerade auf Twitter ein Posting gemacht und Leute haben darauf viel geantwortet. Und deswegen mache ich jetzt noch ein Video. Und es ist halt so, dass ich hab halt jetzt habe ich halt Reichweite aufgebaut, ne? Und ich bin halt jetzt Fame. Und ich kann damit ja schon mal jetzt gar nicht umgehen. Überhaupt gar nicht. Aber ich muss euch einfach versichern, ich bin ein Mensch wie du und ich. Weißt du, ich bin ein Mensch, ich bleibe ein Mensch und ich werde niemals ein Mensch, also ich bleibe auf jeden Fall ein Mensch. So, auch wenn sich natürlich jetzt gerade viel ändern wird für mich in meinem Leben, muss ich sagen, dass ich, ja, ich bin natürlich schon etwas Besseres jetzt, ne, aber ich bleibe halt ein Mensch. Weißt du, du musst dir da überhaupt gar keine Sorgen machen. Ja, und ansonsten, ich rechne halt jetzt auch mit ganz vielen Einladungen und allein der Gedanke stresst mich gerade so krass. Allein der Gedanke stresst mich so übelst, dass ich mir denke, ich muss aufpassen, dass ich am Boden bleibe. Ich sag mal, unter 10.000 geht eh gar nichts, aber, weil ich muss halt am Boden bleiben, ne? Wie gesagt, ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Erst so ab 10.000 mache ich und das ist ja, dann heißt, das ist ja halt eine gute Sache für mich, weißt du? Und das finde ich, und ich meine, guck mal, da muss ich ja auch nicht mehr so ein billige Scheiße kaufen. Da kann ich mir auch echt gute Sachen und dann sehe ich schöner für euch aus. Und ich glaube, das ist das, was ihr wollt. Und, ja, das Video letztens, das habe ich halt selber geliked auch, ne? Ich habe gesehen, auf Snap, wie heißt das mit dem Handy? Oh, was war das? Weiter geht's nicht. Die reden Deutsch, das finde ich echt gut. Da habe ich mal so ein Snap, Snap heißt das, ne, gesehen, von der Bibi, die finde ich super. Die ist echt so, boah, oh mein Gott. Was, warum macht ihr das denn? Frag doch erstmal nach dem Foto, du Pisser! Alter! Boah, wie unhöflich diese Roboter sind. Nee, Bibi, die hat dann, hat die ihr Video gefilmt, dass das Video oben ist und da hat die selber auf Mag ich geklickt. Das ist eine richtig sympathische Frau, das finde ich echt gut. Bitte, ich mach das auch, bitte mach das genauso. Hm? Warum stehen denn deine Namen? Ich muss ganz kurz sagen, das ist doch gar kein Mensch. Was ist das? City 17. Warum hört ihr denn nicht auf zu reden, wenn ich rede? Ich glaube, ich mache den Spielesound auch ganz aus. Spielesound. Ich hab gelernt. Das relativ schnell. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Alle sind so stolz auf mich. Das ist so cool. Ich wollte sagen, das Video unterscheidet sich gerade so ein bisschen, ne, von den anderen Videos, die wir gerade hatten. Weil Pandoria hat mir das aufgeschrieben, warte. Der Charakter, ich weiß gar nicht, was sie damit meint. Der Charakter, und das ist einer von vielen, die ich kreiert habe, muss sich erst entwickeln und hat die Entwicklungsstufe bei Folge 2 auf jeden Fall ganz, der hat die ganz hoch gesetzt. Die kann ich schreiben. Jetzt halt doch mal bitte deinen Sabbel. Auf jeden Fall, der Charakter hat sich dann entwickelt, während man das Video gemacht hat. Und jetzt ist schon eine hohe Stufe erreicht. Und jetzt muss man nur noch feilen. So. Okay, das wollte ich nur sagen. Ja, was ist das denn? Halbes Leben. Halbes Leben. Ich glaube, ich bin ein... Ich habe gar keine Beine. Halbes Leben. Denk an meine... Boah, das finde ich aber nicht gut. Was denkst du, wer du bist? Das ist mir echt zu gewalttätig hier, das Spiel gerade. Das macht mir so ein bisschen...
Wer bist du? Willkommen. Ich dachte, du bist ein Mann. Ich kann, das mit der Steuerung, muss ich sagen, habe ich mittlerweile echt gut drauf. Ich bin so stolz auf mich. Ich meine, er hat es ja gerade auch gesagt. Und ich wette, wenn meine Freunde das sehen, die sind auch sehr stolz auf mich. Und ich mache das mit dem Gaming hier nur, weil das ist für mich ein Sprungbrett. Weil eigentlich will ich was ganz anderes machen. Ich möchte das doch gar nicht sagen. Vielleicht lüge ich auch gerade. Was? Ich meine, ich möchte wirklich... Wir reden nicht drüber. Aber ich kann euch versichern, willkommen. Ich bin ein Mensch willkommen. Wie du und ich und wie ich und du. In den besten verbleibenden Städten. Ist das die Zukunft? Ja, warum reden die denn nicht mit mir? Warum reden die denn nicht mit... Ich kann springen. Ist das meine Superkraft in diesem Spiel? Ich glaube, das war ein... Was war das? Ein Bahnhof? Ich glaube, das war ein Bahnhof. Ich weiß nicht, was mich daran erinnert, aber irgendwie glaube ich, dass es ein Bahnhof war. Die Stimmen sind sehr seltsam. Also ich glaube, so redet kein normaler Mensch. Das verstehe ich gerade nicht an den... An den Mechanismus des Spiels. Eigentlich müsste er ja jetzt dahin laufen. Ich hab's ihm ja gezeigt. Aber der ist dumm. Und ich glaube, der wird gleich sterben. Ich glaube, der ist aber mein Freund, oder? Bist du mein Freund? Sozio? Ich bin normal. Ich bin keine von dir. Nur weil ich Computerspiele spiele hier auf dem Video. Denkst du, ich bin Sozio oder was? Nee, geh ich aber nicht rein. Ich geh mal da rein, jetzt tut er mir noch was. Da ist Blut! Das sieht mir aus wie beim Gynäkologen. Ne? Das ist ein schwieriges Wort, aber das kann ich aussprechen. Sag mal bitte ruhig. Nein! Du kannst mir nichts tun. Das sieht aus wie beim Gynäkologen. Ich hab da eine Geschichte von einer Freundin. Da war das so ähnlich. Aber das ist ja peinlich, das darf ich nicht erzählen. Aber ich wäre da nie wieder in mein Leben hingegangen. Ich wäre allgemein nie wieder zum Arzt gegangen. So peinlich war das. Ich bin's, Gordon. Barney von Black Mesa. Das ist ja ein Mensch! Tut mir leid. Ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Warum redet ihr so komisch? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc. Warum reden die so komisch? Ja, muss ich gar nicht in den Stuhl jetzt, oder was? Ich muss da gar nicht hin. Oh, das ist aber ein bisschen langweilig gerade. Der sieht ja aus wie ein Wurm. Also ich muss sagen, so von den Äußerlichkeiten des Körpers, von den Äußerlichkeiten des... Der sollte halt ruhig sein, weißt du? Das ist das, was mir nicht gefällt. Jetzt muss ich hier rein, oder was? Von den Äußerlichkeiten des Körpers wäre eventuell so ein bisschen mein Typ. Ich habe jetzt die Leiter aufgehoben. Ah! Ich glaube... Wie heißt das Wort? Ich kann ja springen, aber ich glaube, das ist nicht meine Superkraft. Ich glaube, meine Superkraft ist, wie heißt das denn nochmal? Lese. Ah, ich weiß, glaube ich. Chinese. Meine Superkraft ist Chinese. Also, nein, ich bin nicht rassistisch oder so. Chinese, das ist eine Kraft, da kannst du Sachen mit aufheben, ohne dass du die anfasst. Das gibt es wirklich. Das habe ich im Film gesehen. Und das haben einige Leute auf dem Planeten. Das ist so krass. Ich verstehe nicht, wieso die das nicht einsetzen. Unfassbar. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Da ist ja eine Tür. Da kann ich überhaupt gar nicht rein. Oh, ah! Ich kann mir denken, was. Ich mach... Kann ich... Da. Okay, ich gehe jetzt einfach mal aus dem Fenster... Ah! Ja, aber eigentlich ist das nicht wirklich... Eigentlich ist... Ich kann ja Chinese. Ich kann ja also rein und kann gleich... Da! Bier! Ich würde nie in meinem Leben... Bier... Ich hab einmal draußen... Das war aber ein... Was war das? Jackie Cola. Ich mag Jackie Cola. Und, dann waren wir halt im Club, da haben wir Jackie Cola getrunken. Und ich weiß ja, dass jemand, ich habe gesehen, dass das sein Glas war. Ich habe gesehen, dass er, und er hat gesagt, hier komm, trink Jackie Cola. Und, aber weil das draußen stand, wollte ich das nicht. Ich kam mir halt vor wie so ein Sozio. Echt. Lade da. Was ist das denn? Ich glaube, das Spiel ist stehen geblieben. Ich hab die doch überhaupt gar nicht runtergeworfen. Ich schwöre, ich habe die Dose nicht runtergeworfen. Ich heb die ganz bestimmt nicht auf. Nein, ich hebe diese Dose nicht auf. Da, guck mal, der Mann da hinten ist voll nett.
Nimm dir mal ein Beispiel an denen. Das finde ich echt scheiße von denen. Es ist kein Respekt. Wieso soll ich denn vor denen Respekt haben? Der hat vor mir doch auch... Hallo, junge Dame? Ich glaube, das Spiel soll widerspiegeln, was wir denken, wenn wir schlafen. Ja? Ne! Bin ich unsterblich mit Chinese? Das ist genau wie bei... Der hat schon wieder ein Foto einfach mit mir gemacht. Ich gehe mal kurz weg. Das ist genau wie bei Monster. Da musste ich ja auch einfach entkommen. Und das war ja... Entschuldigung, bitte. Und das habe ich ja jetzt hier auch gemacht. Das heißt, ich habe das Spiel ja eigentlich durchgespielt. Boah, was für eine geile Karre. Was ist das denn? Bis hierhin und nicht weiter, das war's. Ich möchte das Spiel nicht weiterspielen. Ich habe jetzt auch Angst, dass wenn ich weiterspiele, ich da immer so mehr, so ein bisschen, ich darf das nur so ein paar Dosen pro Woche. Weißt du, ich darf das nicht so viel spielen, sonst habe ich Angst, dass ich halt... Ich meine nichts gegen die Leute, die das mögen. Das ist vollkommen okay, ne? Aber ich finde, die sollten das halt nicht. Und ich möchte nicht so werden, weil das ist total eklig. Und deswegen, sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch ein halbes Leben holen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist gut. Nein, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht meins. Überhaupt gar nicht. Ja, auf jeden Fall, da bis eventuell zum nächsten Mal. Bye, bye.